Am fünften Tag der USA-Reise wird es richtig anstrengend. Zum ersten Mal hat Pep Guardiola 2 Trainingseinheiten pro Tag angesetzt. Schon die gestern Abend, die nicht öffentliche, war auch sehr, sehr intensiv. Also ab sofort steht Portland für richtig Schuften. Gut so. Vor allem bei Holger Badstube hat man das schöne Gefühl, ihm kann es gar nicht hart genug sein. Es ist schön, wenn man hart trainieren kann. Ich glaube, wir haben ja auch hier noch Vorbereitungen und da müssen solche Einheiten kommen. Aber die sind gut, die machen Spaß, gerade so kleine Spielchen. 5 gegen 5, 6 gegen 6 sind super Spiele. Da ist ein Wettkampf dabei, jeder will gewinnen und dann geht es auch zur Sache. Und das ist ja das, was wir alle brauchen. Zunächst ist es wichtig, gesund zu bleiben, in den Rhythmus zu finden. Aber bei ihm trifft das Gleiche zu wie Sebastian. Er hat früher angefangen. Hat noch länger trainiert in der letzten Saison, hat intensiv gearbeitet und ist so weit, wie ich es zum jetzigen Zeitpunkt nicht für möglich gehalten habe. Im Anschluss an die erste Tageseinheit ging es für Pep noch weiter. Unser Trainer gab für Adidas eine Coaching-Session. 3 Jugendteams A18 Spieler wurden in Peps Spezialität Ballbesitz und Kurzpassspiel eingeführt.